So, wir haben uns heute im Cottbuser Tierpark getroffen, weil heute wird das Zootier des Jahres offiziell bekannt gegeben und ihr habt es auch hier. Wer ist es denn? Genau, es sind die Gibbons. Und wir haben ja zwei Gibbons hier, Hansi und Gomorra, und freuen uns natürlich umso mehr, dass es dann passt zum deutschlandweiten Zootier des Jahres im Jahr 2019. Gibbons sind Affen. Genau, Menschenaffen sogar, nennt man auch die kleinen Menschenaffen. Und eben neben den Orang-Utans und den Gorillas, den Schimpansen und den Bonobos, die man als Menschenaffen kennt, eben auch welche. Jetzt müssen wir uns mal fragen, warum wird denn ein Zootier des Jahres überhaupt benannt? Ja, also es könnte vielleicht irreführend sein, dass es nicht um das beliebteste Tier geht, sondern um eins der bedrohtesten Zootiere. Wir wollen ja generell in den Zoos möglichst die Tiere zeigen, die auch im Bestand bedroht sind, um aufklären zu können, was ist da los. Aber einmal im Jahr soll mit dieser Kampagne eine Tierart besonders in Fokus kommen oder eine Tiergruppe. Und die Gibbons haben es in diesem Jahr verdient, weil sie als Menschenaffen doch sehr wenig bekannt sind fürs Zoopublikum. Die sind sehr bedroht, sie werden von den Bäumen gejagt, gewildert, um dann eben gegessen zu werden oder als Medikament verarbeitet zu werden, um als Jungtiere eingefangen zu werden. Und wenn man mal so Zahlen in den Raum wirft, um ein Haustier zu gewinnen, müssen mindestens 10 Gibbons sterben. Weil die werden von den Bäumen geschossen, die Mütter. Und wenn bei dem Fall das Jungtier das überlebt, dann wird er eingefangen. Wo ist das vor allem hier auf dem Planeten? Also generell in Südostasien passiert das. Die traditionelle chinesische Medizin ist ja das, was so für die Medizinverarbeitung interessant ist. Von China kommt der Druck in der Regel und verteilt sich dann auf die Nachbarländer. Die Gibbons sind ja relativ weit in Südostasien verbreitet. Vietnam, in Laos, dann gehen sie runter nach Sumatra, Malaysia, also so ein relativ großes Gebiet, aber mit auch sehr vielen Arten. Also wir haben 19 Gibbon-Arten auf der Welt in Südostasien. Aber hier haben wir zwei auf jeden Fall, die relativ glücklich und zufrieden durch die Gegend sich hangeln. Kurz mal erklärt, seit wann sind die hier schon und wer sind die beiden eigentlich? Also Hansi und Gomorra haben sich ja erst seit Ende 2017 gefunden. Das sind zwei Rentner, die lange einzeln gelebt haben. Bei uns im Zoo hat der Hansi ein paar Jahre alleine gelebt. Der hatte vorher eine Partnerin namens Vicky. Die haben sich aber nicht ganz so perfekt verstanden. Das war eher so eine Duldung. Und jetzt, seit Ende 2017, haben wir Gomorra aus dem Opel Zoo dazu bekommen, die aber eben auch schon eine Rentnerin ist. Und bei denen war es lieber auf den ersten Blick. Also die harmonieren perfekt. Das ist genau so, wie es sein sollte, eingetroffen. Man kann es aber nicht vorher planen. Man kann die Tiere ja nicht vorher schon mal daten lassen, sondern wir mussten es versuchen. Gibt kein Tinder für Affen, ne? Genau. Also Hoffnung stirbt zuletzt und in dem Fall hat es geklappt, ja. Wenn wir über Rentner reden, wie alt sind die denn? Also Hansi ist 34 und Gomorra 40 und das ist für Gibbons ein Rentneralter. Selbst wenn Gibbon mal 50 werden kann, ist er mit 40 Jahren ein Rentner. Und wir haben heute gehört, neben diesen spektakulären Hin- und Herhangeln, was sie auf jeden Fall drauf haben, sie singen auch. Genau, also ganz Gibbon-typisch ist das Hangeln und das Singen. Diese Familiengesänge werden traditionell weitergegeben an die Jungtiere, sind arttypisch und haben sogar Dialekte, die Wissenschaftler inzwischen rausgekitzelt haben. So wie es in Deutschland Dialekte gibt, gibt es auch bei Gibbon-Arten Dialekte. Und dann nochmal dieses Familientypische. Und die Familien wollen singen, morgens, abends, zwischendurch mal, um ihr Wohngebiet, ihr Revier abzustecken. Und man kann das hier teilweise in Cottbus auch mal ein bisschen Sandu hören, ja? Ja, genau. Also in Sandu auf dem Balkon, wenn man gut hinhört, kann man Glück haben und die Gibbons hören, ja. Wunderbar. Mehr zu diesem ganzen Aktion Zootier des Jahres gibt es dann sicherlich im Internet auf so einer Aktionsseite, ne? Genau, also zootierdesjahres.de ist die Homepage, die alles zusammenfasst, was die Schutzprojekte betrifft. Denn Zootier des Jahres soll ja nicht nur das Tier auszeichnen, um es in den Zoos zu beschildern, dass es jetzt mal Zootier des Jahres geworden ist, sondern wir wollen eigentlich auf Schutzprojekte aufmerksam machen, um Hilfe bitten, denn die finanzielle Unterstützung kann vor Ort helfen, die Gibbons zu retten. Und zwar in Südostasien ausgewählt, in dem Fall Laos und Vietnam, gibt es zwei Schutzprojekte, die Hilfe benötigen. Ansonsten im Cottbuser Tierpark auf jeden Fall ist jetzt auch ausgeschildert, wo das Zootier des Jahres sitzt. Richtig, genau.